Hallo, und unser Experiment geht weiter, indem ich euch heute erklären möchte, worum es sich handelt. Also, es geht um Posting. Wie kann ein Unternehmen von sich alles erzählen, was im Unternehmen alles passiert? Und das ist mit den Ressourcen, das hat mit den Ressourcen was zu tun. Und da gebe ich jetzt gerade, wie ich das mache. Ich experimentiere in Hochformat definitiv, weil viele ja, von Google und von Facebook, die Zuständigen, sage ich jetzt mal, ich möchte jetzt hier keinen Namen sagen, die darüber gesagt haben, Mobile First. Egal wie, also ob es Twitter ist oder LinkedIn ist oder Facebook ist oder Google ist, Mobile First heißt das immer noch. Und man sollte sich experimentieren und diesen Austausch machen und diese Zusammenarbeit auch machen. Und das mache ich gerade, in einem Hochformat irgendwie Content herzustellen. Meine Experience hat gezeigt, ich habe erstmal von draußen immer was gemacht. Also quasi, wenn ich unterwegs war, habe ich gesagt, okay, dann nimmst du dein Handy und dann machst du mit wenig Aufwand ein Content. Und das hat nicht funktioniert. Ich war aus der Puste, ich konnte mich nicht konzentrieren auf das ganze Geschehen, auf den Inhalt. Und das kam auch bei euch nicht gut an. So, und dann habe ich heute etwas anderes jetzt ausprobiert, und zwar im Studio ohne Greenscreen einfach hinten eine neue, ja, könnt ihr auch eine Decke nehmen oder was auch immer. Also ich habe jetzt ein Profi Leinwand hier geholt und den gerade aufgehangen. Ich bin im Studio, ihr seht das auch mein Bild, weil vor mir sind viele Lampen, und das zu machen mit wenig Aufwand. Also in diesem Fall kostet das alles unter 30 Euro, und das Handy habt ihr sowieso. Also mittlerweile sind die Handykameras ja auch sehr ja, gut, sage ich jetzt mal. Ne? Und darum geht es, dass die Unternehmen mit wenig Aufwand viel Content produzieren möchten. Also es ist ein Video-Content, woraus man Bilder weitermachen kann, und das auf LinkedIn, Twitter, ja, Instagram, Facebook, was gibt's noch? Google My Business, sehr wichtig, hochlädt und darüber hinaus guten Content erreichen kann. Und das Ganze noch bei YouTube vielleicht auch noch und in deinen eigenen Blog dann reinmachen. Dazu hat mich Kai Truhn ja, ein bisschen scharf gemacht, dass ich das auch mal mache, und er experimentiert, und er hat auch komplett recht. Und irgendwann kommt ein Content, beziehungsweise ein Artikel, sage ich jetzt mal, von einem Tag, und der bringt dich nach vorne. Und zwar gewaltig, das kann nämlich passieren, das kommt auf den Inhalt an, wo Menschen sich links machen. Und das alles ohne irgendwelche Programmierwissen. Das ist das Wichtigste. Weil Unternehmen haben das gar nicht. Die haben kein SEO im Unternehmen drin oder ein Social Media Manager oder Programmierer oder was auch immer. Die Großen wie Telekom und hast nicht gesehen, die ganzen Blablabla Mittelstand, die reden und verarschen uns. Aber wir sollten, jedes Unternehmen sollte seinen eigenen Artikel produzieren. Also quasi sein eigener Chefredakteur sein. Und das ist auch Chefsache, weil Menschen möchten von dem Chef was hören. Die Stories, ich denke, also die Stories, ich denke, dass jedes Unternehmen eine bestimmte Story hat und bestimmt auch sexy ist. Aber die Ressourcen fehlen dem Unternehmer, dass man sagen kann, ah, hallo, ich kann das nicht, ich habe das nicht und ich möchte professionell wirken und so weiter und so fort. Das, wenn du so denkst, dann bist du auch im falschen Boot, ja, dann kannst du auch direkt einpacken und weitergehen. So, meine 5 Minuten für heute sind schon um, und wenn ihr auch noch Interesse, die Serien verpasst habt, dann geht doch einfach auf meinen Blog, da sind nämlich andere Serien, wie ich mein Experiment einfach gemacht habe. Also, in dem Sinne, gehabt euch und ein schönes Wochenende, es ist Freitag, ich freue mich, Wetter ist nicht schön, aber ihr macht das schon besser. Bis dann, euer Hakan.